Zeuge Kurt Mittelstädt, Deutschland, Rechtsanwalt, 55 Jahre, 137. Verhandlungstag, 18.02.1965. Rechts, ja. Ja. Sie heißen mit Vornamen? Kurt. Kurt Mittelstädt mit E, ja? E. Mit Ä. Ja, Mittelstädt, Sie sind wie alt? 55 Jahre alt. 55 Jahre alt sind Sie verheiratet? Verheiratet. Von Beruf Rechtsanwalt, wohnhaft in Bad Tölz. Bad Tölz. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten. Nein. Zeuge, es wird behauptet, Sie hätten der Untersuchungskommission des Dr. Morgen angehört, der seinerzeit im Lager Auschwitz eine Untersuchung vorzunehmen gehabt hat. Nein. 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 Haben Sie überhaupt etwas von dieser Untersuchung gehört oder was wissen Sie davon? Ja, ich war dienstlich mit den KL-Untersuchungen im Hauptamt des S-Gericht befasst. Und zwar war ich ab Mai 1944 Hauptabteilungsleiter im Hauptamt des S-Gericht und ich wurde in der Zeit von Mai bis September, so möchte ich es mal abgrenzen, mindestens zwei- oder dreimal damit befasst, gewisse Untersuchungsschwierigkeiten wieder auszugleichen, die dadurch entstanden waren, dass gewisse Kräfte sich gegen die KZ-Untersuchungen, die von den Richtern ausgeführt wurden, eingeschaltet hatten. Es ist dabei auch die Wiedereinsetzung der Kommission, der Untersuchungskommission im Konzentrationslager Auschwitz von Bedeutung gewesen. Ich habe auch die Zusicherung des damaligen Chefs des Reichskriminalpolizeiamtes Neve erhalten, eine neue Kommission, die erste war gescheitert aus irgendwelchen Gründen, eine neue Kommission einzusetzen. Dann wurden mir im September oder Oktober die Untersuchungen in den Konzentrationslagern gewissermaßen zentral übertragen. Ich bekam dazu ziemliche Fragmente von Untersuchungsakten. Wir entwickelten daraus dann eine Reihe von Konzentrationslageruntersuchungen. Unter anderem ging dann meines Wissens Anfang 1945 auch eine zweite Kommission nach Auschwitz, soweit ich weiß, unter Herrn Wiebeck. Ja, nun 1945 wurde Auschwitz ja evakuiert und zwar schon am 18. Januar. Das heißt also, da war nicht mehr viel zu untersuchen. Sicher. Es war überhaupt, als ich im September oder Oktober 1944 die Untersuchung übertragen erhielt, da war kaum noch viel zu machen. Wir haben es noch versucht in einzelnen anderen Lagern, aber in Auschwitz sicher wird es daran gescheitert sein. Und worauf erstreckten sich denn die Untersuchungen? Die Untersuchungen erstreckten sich auf alles, was an kriminellen Straftaten anfiel. Es historisch, wenn ich das mal so sagen darf, fingen sie mit sogenannten Korruptionsuntersuchungen an, mit Untersuchungen von Untreue, Tatbeständen, Kriegswirtschaftsverbrechen. Und Herr Dr. Morgen hat seinerzeit, ich glaube im KL Buchenwald, es dann geschafft, aus diesen Untersuchungen heraus Untersuchungen Untersuchungen von Straftaten gegen Leib und Leben der Häftlinge zu entwickeln. Das war sein erster Erfolg und dadurch kam überhaupt die SS- und Polizeigerichtsbarkeit an die Möglichkeit heran, nun weiterhin diese Untersuchungen vorzutreiben. Ist Ihnen etwas bekannt über Bunkerentleerungen? Wo? In Auschwitz bezüglich des Arrestlokals. Nein, also ich kann es nicht bejahen, ich kann es auch nicht verneinen. Ich darf Ihnen sagen, was mir bekannt wurde. Es wurde von Herrn Dr. Morgen ein weiblicher Häftling vernommen,
Ich kenne auch den Namen. Es ist eine Frau Eleonora Hodis gewesen. Diese Vernehmung wurde seinerzeit durchgeführt. Ich stellte noch meine Sekretärin dazu zur Verfügung. Und da habe ich eine ganze Reihe von abscheulichen Dingen gelesen. Häftlingstötungen mittels Injektion und allen möglichen anderen Dingen. Aber ich kann jetzt nicht mehr im Einzelnen sagen, ob das Wort Bunkerentleerung dabei eine Rolle spielte. Ich habe auch keine rechte Vorstellung davon, was das war. Aber jedenfalls diesen Untersuchungsbericht, den haben Sie bekommen? Den habe ich bekommen und ich würde also diesen, kann Ihnen auch sagen, dass dieser Untersuchungsbericht hinterher von den Amerikanern in einem Heft SS Dachau abgedruckt wurde, das 1946 erschien, allerdings ins Englische übersetzt. Ja. Eine Rückübersetzung haben wir hier, aber Sie werden uns jetzt nicht sagen können, ob die übereinstimmt mit dem, was Sie seinerzeit gehabt haben. Ich glaube nicht, denn ich habe mich mit den Dingen im Einzelnen nicht so nicht intensiv befassen können, weil meine Aufgabe eigentlich darin lag, die organisatorischen Vorbereitungen zu treffen für die Durchführung der KL-Untersuchungen. Das war damals auch nicht ganz einfach. Ja. Noch Fragen? Bitte sehr. Herr Mittelstädt, ist Ihnen bekannt geworden, dass in Weimar vor dem dortigen SS- und Polizeigericht ein Verfahren anhängig war gegen einen SS-Führer namens Grabner, dem Leiter der politischen Abteilung in dem KL Auschwitz? Ja, das ist mir bekannt. Das war ein, und zwar ist es mir unter der Dienstbezeichnung Kriminaloberssekretär bekannt. Ja. Ich habe in diesem Zusammenhang also auch von einer Anzahl von Häftlingstötungen erfahren, entweder durch mündlichen Bericht oder gelesen. Ich wurde damit, oder meine Abteilung wurde damit im September, Oktober, ich weiß nicht, wann der Prozess stattfand, die Verhandlung wurde alsbald aufgehoben und vertagt. Es berief sich der damalige Angeklagte darauf, er hätte auf Befehl gehandelt. Und es wurde nun vom Gericht angeordnet, dass meine Abteilung das Befehlsmaterial heranziehen sollte. Ich habe dann einen Untersturmführer, Kaiser im Zivilberuf Staatsanwalt, nach Berlin geschickt. Er sollte also zu den Hauptamtschefs gehen, zu dem Gestapo-Chef Müller, und sollte dort das Befehlsmaterial herbeiführen. Es ist uns nicht möglich gewesen. Nicht möglich gewesen, nein. Wissen Sie, was aus Grabner geworden ist? Nein. Herr Staatsanwalt. Sind Sie selbst einmal in Auschwitz gewesen? Nein. Herr Rabe, Herr Dr. Kaul, die Verteidigung. Herr Rechtsanwalt Naumann. Herr Kollege Mittelstädt, sind Ihnen aus der damaligen Zeit, aus der Kriegszeit, dienstlich oder außerdienstlich, also auch etwa gesprächsweise, Fälle bekannt geworden, in denen SS-Angehörige die Durchführung ihrer Aufgaben, insbesondere in KZ-Lagern, verweigert haben? Nein. Können Sie nicht? Nein. Von Seiten der Angeklagten, Erklärungen oder Fragen? Nein. Herr Zeuge, sind Sie bereit, das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen zu beschwören?